Hoppala. Das macht vielleicht Sinn. Könnte ja theoretisch hier und hier. Hier. Kann man aber auch den hier wegnehmen, ne? Ist auch Blödsinn eigentlich. Nee, der muss da bleiben. So als Wand. Ich will endlich, dass Outlast 2 rauskommt. Bist du schon so geil drauf? Ja. Ich will, dass der Barrett wieder in der Ecke liegt und heult. Was? Was? Hat er noch nie getan. Ja, aber es war nah dran. Was? Ey, hör auf zu schießen, das ist so eine Macke. Hoppala. So, liebe Kühe. Guck mal, was der Papa hier hat. Da und da. Ich hab eine Idee. Hä? Wo ist denn das zweite Kind? Ah, da. Wundere Bärchen. Was hast du denn für eine Idee? Hab aber auch ein bisschen Angst, ne, so. Vor Outlast 2, das weiß ich, aber... Um den Wall. Ach, wegen Feuer. Ja. Das sollten wir nicht ausschalten. Sollten wir nicht ausschalten. Warum? Ach, oder hast du gesagt, wir sollten das ausschalten? Ja, sollten wir. Dann tu es. Weil ich möchte nämlich, guck mal hier, ich möchte nämlich hier, da, in das Loch, Lava da in das Loch reinfließen lassen. Lava? Lava. Super geil. Ich hole mal Lava und du schaltest mal Feuerverbreitung aus. Ich wüsste nämlich so überhaupt so richtig gar nicht so. Ja, warte. Eisenverarbeitung, ein Eimer. So, und jetzt muss ich mal ganz tief runter. Ist aus. Jetzt muss ich nämlich mal ganz tief runter. In unsere Mine. Hallo Saya. Ein bisschen Lava suchen. Hallo Spinne. Geh mal weg. Mann. So. Hier war nämlich in der Nähe eigentlich Lava. Müsste es nur mal suchen. Lava, wo bist du? So, ich weiß nicht, wie ich hier die Felder bauen soll. Am besten eckig mit Wasser dazwischen. Nee, das ist doof. Ist langweilig. Achso, na gut. Wenn du das sagst. Ah, da ist Lava, ich habe Lava gefunden. Perfekt. Perfekt. Aua. Komm ich da runter? So komme ich da runter. Aha. Ganz viel Obsidian übrigens. Da ist Eisen. Eisen will ich nicht. Ich will Lava. Lava, lava, lava. Sieht ja alles kacke aus. Sag mal, war das nicht gestern das spannendste Fußballspiel aller Zeiten? Ich hab mir so, also beim Elfmeter... Du musst erst mal sagen, um welches Spiel es geht. Weil Deutschland, Italien, natürlich. Ja. Und als ich so... Ja, auf jeden Fall, genau, Marco. Und als ich so an meinem PC saß und gerade mit... dem neuen Spiel, was ich aufgenommen habe, pausiert habe, dachte ich mir so, Alter, der Chris, der stirbt doch jetzt. Ja. Und der Chris ist wahrscheinlich auch gestorben. Ja, der Chris ist absolut gestorben. So, die größte Ironie dieses Spiels war eigentlich... Ja. Italien. 120. Minute?
ich wechsle mal einen Mittelstürmer ein, der ja. im Elfmeterschießen schießt. Ja. Und er hat den geilsten Elfmeter der Welt verschossen, der Typ. Hast du schon die ganzen Facebook-Videos gesehen? Ja. Dieses Tipp. Von den Möwen. Ja, es ist so total witzig. Ja. Ich hab mich kaputt gelacht. Auch ich hab gedacht, ich guck nicht richtig. Was macht der Typ denn da? Dachte ich mir auch. Meine Güte. Was ist da los, hab ich mir gedacht. Ja, dann Müller verschossen, Özil verschossen. Die beiden besten Elfmeterschützen im deutschen Team eigentlich. Die sichersten. Schöner Tanz. Ja, schön. Ja. Also, und dann treffen einfach hier, wie heißen die Kleinen? Wie heißt der linke Verteidiger? Kimmich, danke Marco. Kimmich, genau. Und Hector, ja gut, bei Hector hatte ich richtig Angst, ne? Hector, weiß ich nicht. This shit was not on my plans. So ein Kölner Bub, weiß auch nicht. Ja, ich auch. Aber hat er ja reingemacht, war sehr, sehr knapp, aber egal, hab's selber drin. Stimmt. Ja, was hat Boateng da gemacht mit seinem Handspiel? Ich habe keine Ahnung. Trotzdem ist er der Top-Verteidiger von uns, also auch wenn man so einen Fehler macht. Aber eigentlich geht das nicht, ne? Als Verteidiger so hoch springen, ist absolut einfach nicht drin. Verstehe ich nicht. Er kann ja gerne hoch springen, ne? Aber soll die Arme gefäß unten lassen. Hallo, Antwort? Achso. Hm, schon klar. Ja, also er darf nicht so hoch springen. Ja, das finde ich auch. Also hochspringen darf, aber seine Arme haben halt nichts verloren. Ja, genau. Und ich habe das gestern schon geschrieben, wenn das ein Verteidiger, wenn das ein Angreifer machen würde, so, der sich halt nicht, weiß nicht, der nicht andauernd in der Abwehr steht und jeder andauernd die Ecken da rausholen muss, dann würde ich das noch irgendwie verstehen. Aber ein Innenverteidiger? Oh! Komisch. Kritzel, die Lava will nicht so wie ich. Nee? Nee. Wieso? Ja, weil sie immer anders fließt als gedacht. Ja, ich komm mal hin. Ach, hör mir auf. Doch gut. Kannst du nicht gerade runterfließen? Wie soll's denn? Na, gerade runter und hier als Becken gefüllt. Achso, mach mal. Setz mal rein. Wo rein? Einfach da oben, ganz mal hin. Warte. Okay, es geht unten mal wieder. Haha. Nervig, nee, es geht nicht. Ja. Also irgendwie anders. Ich würde es eh lieber mit Feuer einfach machen und nicht mit Lava. Nein, ich will hier Lava und so. Na gut. Wenn ich es einfach runterfließen lasse, also einfach so. Keine gute Idee. Du machst das schon, ne? Das ist ein Überfall. Gib mir all dein Holz. Ach nee, ich nehme ja gar nicht auf. André, komm, wir überfallen ihn. Wen? Ja, hier, diesen Marco hier. Ich weiß nicht, wer das ist hier. Einfach neuer Bewohner. Achso. Aber er rennt weg. Er hat nichts dabei, sagt er. Schade. Sieht ja spannend aus hier. Ja, wirklich interessant. Es wird so rund. Ich habe noch nie ein rundes Minecraft-Haus gesehen. Bin gespannt. Mal gucken, wie das wird. Ich auch. Ich freue mich drauf. Ah, es ist schon wieder dunkel. Das gibt's doch nicht. Könnt ihr schon wieder rummachen hier? So? So. Also ich glaube, das ist Tierquälerei, was wir mit den Kühen hier machen. Das könnte klappen. Wieso? Weil die... Guck dir mal das kleine Gehege an, was du denn gebaut hast. Und ich züchte die ganze Zeit mehr. Das ist kein Problem für mich. Okay, gut. So, perfekt. Schlafen gehen. Ja, das finde ich schon mal ganz angenehm so. Ja, was meint er? Wer kommt jetzt? Frankreich oder Island? Also ich bin sehr für Island. Ich auch. Das würde ich total witzig finden. Ich finde die auch irre cool, diese Wikinger. Ja.
Hast du es das mitbekommen, dass der eine Torwart, dass der Torwart von den Isländern zu Neuer, also in Richtung Neuer gesagt hat, Junge, denk mal, du bist kein Feldspieler, bleib mal im Tor, mein Trainer will schon, dass ich auch rausrenne. Ja, stimmt. Fand ich echt lustig. Hab ich auch gesehen. War irgendwie nach dem Spiel dann, ne? Ja. Liege übrigens. Wunderbar. Ach ja. Opala. Ach, die kann hängen bleiben. So, also die Schmiede geht ja, kommt ja schon ein bisschen voran. Ne? So, sehr schön. Also so ganz langsam so. Bernd, ich weiß nicht, wo die Damenumkleide ist. Mann. Schlawiner, ne? Ja, ja. Ihr seid die besten Let's Player. Danke, Sayan. Hast du ihn gezwungen, das zu sagen, oder hat er es freiwillig getan? Das hat er freiwillig getan. Ja, natürlich, natürlich. Bing! So, bing, ziemlich bing, geil. Bing. Ziemlich geil. So. Alter, der Wald wird immer weniger. Ist doch gut. Aber wie geht's weiter, ne? Ich glaube, wir brauchen ein paar Öfen. Zusätzlich. Ja. Und Wasserbecken. Stimmt, du hast recht. Hast du eigentlich das ganze Gebäude aus Stein gebaut jetzt? Ja, aber es wird ein Holzdach. Okay. Naja, Schmiede muss halt schon ein bisschen wegen dem Feuer robuster sein, ne? Ist halt so. Na gut. Wenn du das sagst. Ja, ist so. Muss ja auch ein bisschen authentisch bleiben. Na gut, okay. Na gut, okay. Und die hier Portugal hat es halt überhaupt nicht verdient, ne? Ja, finde ich auch. Aber ich hab's Lewandowski einfach nicht gegönnt, so. Wieso? Warum nicht? Weil mir seine Mentalität nicht gefällt. Woran machst du das fest, dass du seine Mentalität kennst? Nicht Mentalität, sondern seine Art halt. Okay. Dem Fußball gegenüber. Er hat von sich aus gesagt, er ist halt ein Söldner, so. Okay. Und guckt halt, dass er möglichst viel Geld verdienen kann. Das, ja, würde ich aber auch so machen. Finde ich aber scheiße. Bist du auch ein Söldner? Gehst du auch dahin, wo du am meisten Geld verdienen kannst? Ja, trotzdem. Das hat nichts mehr mit Sport zu tun. Hm, überhaupt nicht. Nichts mehr mit Sport zu tun. Ist ja auch sein Beruf. Aber gut, was soll's. Lewandowski. So, und das habe ich ihm einfach nicht gegönnt. So. Ja, okay. Ich habe es einfach hier dem Ronaldo-Fritz nicht gegönnt. Ronaldo-Junge? Ja, Ronaldo. Oh mein Gott, ist immer noch schade, dass wir das nicht aufgenommen haben. Das stimmt leider. Das war so lustig. Was, Alter, jetzt renne ich hier dreimal hin und her und vergesse auf dem Weg immer, was ich machen wollte. Das ist nichts Neues. Öfen wollte ich. Hallo Sayan. Na, ich weiß, dass du deine Hand nicht in deiner Hose hattest. Das sagt er relativ oft, ne? Na, ist komisch. Das ist ein komischer Typ. Aber der hat Abos, wir müssen nett zu ihm bleiben. Ja, stimmt. Er muss uns ja supporten. Ja. Oh, nur zwei Öfen. Wir brauchen mehr Cobblestone. So. Wir wurden doch von einem YouTuber angeschrieben, ob wir zusammenarbeiten sollen, ne? Ja, der hat sich immer noch nicht gemeldet. Nein, aber ich habe auf seinem Kanal geguckt. Er hat auch ein Video gemacht, was er sich unter Zusammenarbeit vorstellt. Okay. Und zwar schickt der eine dem anderen den Trailer und der andere lädt das hoch. That's it. Ist ja langweilig. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Ich so, hä? Das ist ja jetzt nicht so... Was ist das denn für die Idee so, hä? Ja, naja. Ungefähr so, ja. Habe ich da gesehen. Okay. Dachte so, okay. Nein. Ja, schon ein bisschen, also zusammen, ich meine, ich habe hier so ein bisschen auf seinem Kanal geguckt und er macht ja auch Civilization 5 und so. Ja, fand ich auch geil. Und ich meine, umso mehr man Civilization 5 mäßig was macht, umso cooler ist das Spiel doch eigentlich. Ja, stimmt. So, wenn wir Leute zu dritt dabei sind, oder so, zu vier Civilization spielen, ja, ist doch super geil. Und alle gegeneinander. Ja. Nein. Hast du ja nur Angst zu verlieren. Ich will halt
so Illusion Gaming kann man halt nicht trennen, so das funktioniert halt nicht. Na gut, okay. Also alle gegen alle, aber Illusion Gaming als Team. Ich glaube, dann rasieren wir. Glas. Amena. Lalala. Alter, wie ich hier am Brot wegsnacken bin, ne? Ja, ne? Das ist echt krass geworden, wie viel Essen man braucht. Ja. Das stimmt. Ja, ich komme nicht drum herum. Ich muss mal in die Höhle runter und ein bisschen Stein farmen. Steht da? Muffige Miene. Stand das da schon? Keine Ahnung. Ja, hier hat was gefehlt. So, und weiter runter. Einfach mal Steine farmen. Steine, Steine, Steine farmen. Chris! Kannst du noch ein altes Seemannslied von früher? Nein. Schade. Wieso? Ich kenne nämlich nur noch die ersten zwei Zeilen, ich möchte es aber gerne mit dir singen. Ein altes Seemannslied? Ja. Und du kennst, sag mal die erste Zeile. Kennst es bestimmt auch. Sag mal die erste Zeile. Okay. Oh, wir müssen's erfahren, wie es ist, zur See zu fahren. Aber da weiß ich nicht mehr. Das kenn ich nicht. Das kennst du wohl. Woher? Das sage ich dir nicht. Woher sollte... Warum nicht? Sag mir doch. Weil es aus dem Spiel kommt. Was echt? Du, was du früher bestimmt, also wette ich mit dir, richtig gerne, richtig geil von, dass du richtig viel gespielt hast. Wette ich okay. mit dir. Und eigentlich... Ist es aus dem Spiel, was du gerade aufnimmst? Nein. Gott sagen, das hätte ich nicht gewusst. Weil, ich wette mit dir, du hast das Spiel gespielt, weil es nämlich genau dein Spiel ist. Es ist genau dein Spiel. Ja, was denn für ein Spiel? Vom Prinzip her. Hast du bestimmt früher gespielt. Ich sag doch, was das für ein Spiel ist. Black and White. Ja. Hast du früher gespielt? Ja, klar. Ja, sicher. Ist halt genau dein Spiel. Gott sein ist halt genau dein Ding. Ja, das stimmt. Ja. In der ersten Welt, da wollen Leute halt zur See fahren, so. Und du musst als Gott ihnen halt helfen, ihren Kahn zu bauen. Ja, ich erinnere mich an die Mission, ja. So, und die singen das. Echt? Ja. Weiß ich nicht mehr. Die singen das. Und ich finde das Lied halt total witzig, weil es voller Ohrwurm ist. Okay. Aber ich krieg das komplette Lied nicht mehr zusammen. Okay, nee, da bin ich raus, das so, weiß ich auch nicht. Wir müssen das in der nächsten Aufnahme mal zusammen singen. Na gut, okay. Müssen wir bis dahin auswendig lernen. Hast du das neue Video von Julian Bam gesehen? Natürlich nicht. Das fand ich ziemlich witzig. Es gibt ja so eine Roast Yourself Challenge von Negerheger. Was? Negerheger? Nein, von, ja, irgendwie so ähnlich heißt der. Das ist einer der größten YouTuber aus Amerika. Aha. Und die Challenge ist halt Roast Yourself, also mach dich über dich selbst lustig. Mhm. Und dann musst du gegen dich selbst rappen, also ein Rap-Song gegen dich selbst. Und der hat das halt gemacht. Und das ist auch ein mega Ohrwurm geworden, finde ich. Okay. Kann man sich echt mal geben. Hat Masse Scorpio auch gemacht. Okay. Wer ist das? Das ist so ein... Ich glaube, der hat mal angefangen mit Battlefield-Videos. Nee, mit Call of Duty-Videos. Und ist mittlerweile aber macht er auch viel... Real-Kram, so. Also einfach Real-Kram. Nur... Real-Kram. Ich weiß nicht V-Dogs, aber... Also ich kenne ihn auch nicht so gut. Soll ich auch mal Realkram machen? Ja. Hat er da schon wieder ein, zwei Ideen, die ich machen wollte? Bist du real? Real? Bist du real? So ungefähr. Ja. Was wolltest du machen? Ja, erzähl ich dir nicht, ist ein Geheimnis. Bitte. Ich wollte zu dir. Zu mir? Ich wollte ein Follow Me Around Kritz besuchen machen. Ja, das fände ich witzig. Ja. Und dann gehen wir zusammen in die Stadt und machen da weiter das Follow Me Around. Das fände ich auch lustig. Ja, machen wir zusammen Braunschweig unsicher. Oh, jetzt hast du gesagt, wo ich wohne. Meine Güte. Das hast du schon gesagt. Ich weiß. Außerdem, Chris wohnt in Braunschweig und du hast morgen 100.000 Leute vor deiner Tür. Ja, das wäre schön. Weil Braunschweig so unendlich klein ist. Braunschweig ist nicht klein. Nein? Braunschweig ist größer als Celle. Oh. Oh Gott. Was ist Celle? Ich habe zufällig Celle gesagt. Ach so. Er braucht sich mal Zelle gesagt, also was soll's. Also, menschliche Hautzelle, so. Soll ich jetzt noch das Wort mit H sagen?
Hannover? Nee. Wo du herkommst. Was? Ich komm doch aus Hannover. Ah ja, stimmt ja. Ich vergessen. Ich verstehe jetzt gar nicht, was du meinst. Hm.